ein ganz herzliches Willkommen und ich freue mich auf ein gutes Gespräch und einen guten Austausch mit Ihnen und gebe an die Moderation. Vielen Dank, liebe Elli. Ich begrüße auch ganz Sie herzlich, Herrn Luft und alle Personen, die jetzt auch über den Livestream zugeschaltet sind und mit dabei sind. Mein Name ist Paul Schröter und ich führe jetzt in der nächsten Stunde durch das Gespräch. Vielleicht am Anfang einige Bemerkungen zu unserem Ablauf. Das heutige Gesprächsformat Wahlweise 21 ist ein Auftaktgespräch von einer Gesprächsreihe der Kolping-Jugend in Vorbereitung auf die Bundestagswahl. Sie, Herr Luft, machen den Anfang mit uns zum Thema berufliche und akademische Ausbildung. Und ja, da freuen wir uns natürlich sehr darauf. Wir haben im Vorfeld einige Fragen durch die Teilnehmenden der Bundeskonferenz gesammelt und werden da natürlich die Fragen der Konferenzteilnehmenden mit einbringen. Es ist natürlich aber auch möglich, über die Chatfunktion sich an unserem Gespräch mit zu beteiligen. Beteiligung ist uns bei der Kolping-Jugend immer wichtig und die Fragen, Anregungen, Kommentare, die eben gestellt werden, die werden im Hintergrund von uns gesammelt. Wir haben da Unterstützung von meinen Kolleginnen, unter anderem der Larissa, und die werden einfach die Fragen, die kommen, sammeln und sichten und dann immer wieder an passender Stelle einbringen. Wir haben die gestellten Fragen im Vorfeld geclustert und gebündelt zu drei Themenbereichen gebündelt, und am Ende jedes Themenbereiches, da ist es halt immer möglich, dass dass Fragen gestellt und eingebracht werden können. Genau, das soweit zum Ablauf. Und an dieser Stelle, Herr Luft, haben Sie, übergebe ich das Wort an Sie für ein Eröffnungsstatement. Ganz herzlichen Dank, Herr Schröder. Ganz herzlichen Dank auch, dass Sie mich eingeladen haben. Ich möchte am Anfang natürlich die Grüße meiner Ministerin überbringen. Mir Kalitschek wäre gerne heute hier bei Ihnen gewesen. Wie Sie zu Recht gesagt haben, ist sie leider heute bei der Beerdigung von Karl Schieverling, der auch Mitglied der Kolping-Familie war. Und deswegen müssen Sie heute mit mir Vorlieb nehmen. Ich hoffe, Sie nehmen das in Kauf. Für mich ist es wirklich auch eine Ehre, heute bei Ihnen sein zu dürfen, weil man hat natürlich öfter mal auch am Wochenende terminische Verpflichtungen. Aber das ist Teil meiner Arbeit. Dass Sie sich aber ehrenamtlich am Wochenende treffen, zeigt schon, dass Sie ein besonderes Engagement auch haben. Und von daher ist es so ein Termin, der mir auch wirklich auch Spaß macht, weil ich da mit Leuten zusammenkommen kann, die tatsächlich sich engagieren über das Normale hinaus. Das möchte ich einfach vorab stellen. Und ich will jetzt auch kein langes Statement machen, aber vielleicht zwei, drei oder vier Punkte, die mir wichtig sind, wenn ich darf, ganz kurz voranstellen, wenn es um Thema Ausbildung geht. Weil ich glaube schon, dass Ausbildung wirklich die Basis für das ganze weitere Leben ist. Da hat man damit auch einen Schlüssel für Teilhabe, für Selbstverwirklichung auch in der Hand, wenn man eine Ausbildung hat. Und mir ist dann aber doch schon nochmal wichtig zu sagen, dass wir im BMBF die berufliche Bildung und die Hochschulausbildung gleichwertig sehen. Ich glaube, das ist schon in der Gesellschaft immer noch so ein Punkt, wo man manchmal das Studium doch höher einschätzt als die berufliche Ausbildung. Deswegen ist nochmal mir wirklich wichtig zu sagen, beides hat seinen Stellenwert. Und wenn ich da nochmal ein bisschen eine Lanze auch werben oder brechen darf für die berufliche Bildung, ich glaube, das lohnt sich auch finanziell inzwischen. Vor allen Dingen macht es aber auch Spaß, weil man natürlich gleich was machen kann und nicht praktisch immer auf spätere Zeitpunkte vertröstet wird. Und vor allen Dingen ist es auch keine Einbahnstraße. Also diese Durchlässigkeit, das ist mir schon mal wirklich ein Herzensanliegen, dass es nicht heißt, wer einmal eine berufliche Ausbildung eingeschlagen hat, dann immer darauf festgelegt ist, sondern dass man auch wechseln kann zwischen den Ausbildungsgängen. Und zuletzt, und dann höre ich aber auch schon auf mit meinem Statement, weil ich will mit Ihnen ins Gespräch kommen und nicht vorgefertigte Sätze da Ihnen sagen, aber was mir schon auch nochmal wichtig ist, dass wir so eine gesellschaftliche Wertschätzung für beide Ausbildungsgänge finden, die berufliche und für das Studium. Ich finde, wer praktisch veranlagt ist, muss nicht studieren. Und ich habe zwei linke Hände eher. Für mich war klar, dass eher das Studium das Richtige ist, was zu mir passt. Man muss sich aber ein bisschen, glaube ich, frei machen von dem,
was so die gängigen Wege sind und ein bisschen den Blick über den Tellerrand aufheben und gucken, was überhaupt alles möglich ist und sich selber auch ein Stück weit einschätzen können, was ist für mich das Richtige. Und wenn man eben eine Gärtnerlehre macht, kann man durchaus später auch noch Gartenbau studieren. Auch diese Möglichkeit soll man immer ins Auge fassen, wenn man sich mal festlegt. Das ist keine Entscheidung für immer, sondern ich glaube, die Durchlässigkeit ist ganz wichtig. Da möchte ich es aber schon belassen und stelle mich dann lieber Ihren Fragen, komme mit Ihnen ins Gespräch. Danke. Herzlichen Dank, Herr Luft. Und genau dieses Verhältnis, die Frage nach dem Stellenwert und der Gleichwertigkeit, das ist genau auch ein Fragenkomplex, auf den wir gleich nochmal eingehen werden. Genau. Wenn Fragen, Anregungen kommen zu Ihrem Eröffnungsstatement, können die gerne in den Chat schon geschrieben werden. Und gleich nach der ersten Runde bringen wir die nochmal mit ins Gespräch. Gut, nun aber zum ersten Themenbereich. Und das ist ein Themenbereich, der uns gerade alle betrifft. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie rund auf Studierende, auf Auszubildende. Und das ist etwas, was viele Menschen momentan mit Verunsicherungen führt. Und da ist natürlich die Frage nach der Anerkennung von Abschlüssen eine Frage, die gerade im Raum steht. Und dazu gebe ich das Wort an Katharina, die die erste Frage stellt. Guten Tag an alle. Guten Tag, Herr Luft. Genau, die erste Frage, ich hoffe, man hört mich, wäre, ob vor und während der Corona-Pandemie getätigte Abschlüsse als gleichwertig angesehen werden können, da ja die Belastung, die Studierende, Auszubildende, SchülerInnen dort treffen, ja teilweise doch sehr anders sind als vor der Pandemie. Und auch, ob es über Möglichkeiten oder auch Fördermöglichkeiten nachgedacht wird, um aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfindende Praktika und Auslandsaufenthalte, auch das ist ja ein großes Problem im Moment, zu einem späteren Zeitpunkt während der Ausbildung nachholen zu können. Soll ich gleich? Gerne. Sie haben das Wort. Dankeschön. Also ich denke, wir müssten alles vermeiden, was irgendwie in den Geruch kommt, dass wir eine Generation Corona haben bei den Ausbildungsgängen. Dass diese Ausbildungsabschlüsse nicht als gleichwertig angesehen werden. Es gab intensive Diskussionen bei der Schule im Rahmen der Kultusministerkonferenz, was die Prüfungsanforderungen anbelangt, gerade ist bei Abitursthemen. Und waren sich dann alle Länder eigentlich einig, dass wir keine verminderten Prüfungsanforderungen haben sollten, in der beruflichen Bildung nicht, aber auch in der sonstigen Ausbildung nicht. Das heißt, die Abschlüsse sind als gleichwertig anzusehen. Jetzt haben natürlich die Abschlussstudiengänge jetzt oder die Abschlussschulklassen die Schwierigkeit, da sie vielfach nicht im Präsenzunterricht waren und sich nicht entsprechend vorbereiten konnten. Das ist sicherlich auch was, was ich dann letzten Endes berücksichtigt werden muss, wenn man hinterher die Noten dann sieht. Ich habe aber bis jetzt bei allen Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, immer auch die klare Einschätzung herausgehört, dass diese Leistung natürlich auch besonders gewürdigt wird. Das heißt, wenn man in besonderen Krisenzeiten, wie wir jetzt haben, dennoch einen Abschluss schafft, ist das schon was, was auch anerkannt wird. Ich glaube nicht, dass es dann immer nur um die reine Note gehen wird. Was wir natürlich versuchen müssen, ist in allen Bereichen möglichst diese Studiengänge und auch die Ausbildung, die berufliche Ausbildung jetzt zu unterstützen. Sie haben die Auslandsaufenthalte angesprochen. Wir haben leider wirklich zahlreiche Abbrüche bei den Auslandsaufenthalten wegen Corona. Da waren wir mit der EU-Kommission im Gespräch. Die haben jetzt auch die Förderung für Erasmus Plus um ein Jahr verlängert. Vergleichbare Regelungen haben wir auch bei diesen Programmen Ausbildung weltweit und Pro Tandem. Das heißt, wir versuchen eigentlich überall, wo die Zeiten befristet waren, die jetzt zu verlängern, sodass man die dann tatsächlich nachholen kann zu einem späteren Zeitpunkt, wo man dann tatsächlich auch reisen kann. Und bei Praktikas ist das ähnlich.
Wir versuchen natürlich schon, dass die nachgeholt werden können. Da ist natürlich im Moment das Problem, dass man keine Zeitschiene angeben kann. Aber ich glaube, wir müssen alles versuchen, was Auslandsaufenthalte und Praktika betrifft, dass man die tatsächlich dann nachholen kann. Herzlichen Dank, Herr Luft. Sie haben gerade die Anerkennung von Abschlüssen angesprochen. Und da gibt es eine Frage von Sarah aus Münster, die genau in diese Kerbe hineinschlägt und nochmal die Chancen und Potenziale auch nochmal mit in den Blick nimmt. Genau, von daher, Sarah, du hast das Wort. Ja, genau, Sie haben gerade das schon so ein bisschen angeschnitten und auch Britta Ernst, die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, hat eben gesagt, dass Absolventinnen, die unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen einen Abschluss gemacht haben, ja sogar davon profitieren können, dass sie jetzt diese Krise gemeistert haben und dass sie eben auch hofft, dass Personalabteilungen das anerkennen. Können Sie das nochmal ein bisschen näher ausführen, ob Sie glauben, dass das auch wirklich so ist? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, Sie haben gerade schon gesagt, dass man vielleicht die Leistung dann nicht nur auf diese Note reduzieren soll, aber dass ja trotzdem auch vielleicht in großen Unternehmen oder auch bei der LehrerInnen-Einstellung eben die Note einfach eine fixe Größe ist, nach der sich orientiert wird. Ja, ich glaube schon, dass die Note weiterhin eine ganz große Rolle spielen wird. Das glaube ich schon. Aber man wird natürlich auch immer sehen, unter welchen Bedingungen wurde die Note erreicht. Was aber dazu kommt, ist, dass der ganze Bereich dieser nonformalen Qualifikation natürlich auch immer höher eingeschätzt wird. Ich kann einfach mal ein Beispiel aus meinem Bereich geben, im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wir haben natürlich in der Regel viele Juristen, viele Volkswirte. Wir arbeiten natürlich immer mehr in Projektarbeitsgruppen. Und dann stellen wir plötzlich eine Projektarbeitsgruppe zusammen aus verschiedenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die die formale Qualifikation haben, die wir da suchen. Jetzt, wenn es um das Thema geht, digitale Bildung, suchen wir plötzlich natürlich auch Mitarbeiter, die digitale Kompetenzen auch haben. Die sind nicht immer ausgewiesen im Lebenslauf, den man normalerweise bei der Bewerbung bekommt. Deswegen überlegen wir gerade, wie wir es hier bei uns im Haus machen, dass diese sonstigen Fähigkeiten auch irgendwo hinterlegt werden. Das heißt, wenn man weiß, wer in diesem Haus, der vielleicht gar nicht berufliche Bildung macht, sondern der jetzt gerade bei Nachhaltigkeit unterwegs ist, große digitale Kompetenzen hat, damit wir den in die Arbeitsgruppe mit reinbekommen. Und ich glaube, in diese Richtung denken auch die großen Unternehmen im Moment in Deutschland. Dass man eben auch neben dieser formalen Qualifikation schaut, was können die Leute sonst noch. Und ich glaube, das wird eine immer größere Rolle spielen. Das kann ich natürlich jetzt nicht gewichten und sagen, die Abschlussnote hat 50% und alle anderen 30% und dann kommt noch 20% ehrenamtliches Engagement dazu. Also ich glaube nicht, dass man es in solche Gewichtungsprioritäten hinbekommt. Aber dass dies immer mehr eine Rolle spielt bei Personalauswahl, glaube ich schon. Und alle Gespräche, die wir mit ZDH, DRK, PD, also Handwerk, mit Industrie- und Handelskammer oder der BDA führen, gehen in diese Richtung. Und wir werden in diesem Sommer auch versuchen, mit den Verbänden wirklich eine Kampagne zu machen, um nochmal für berufliche Ausbildung zu werben. Und in dem Sinne eben auch nochmal zu werben für Praktikas, für Berufsorientierung, für all das, was die Menschen jetzt brauchen, die jungen Menschen, die im Übergang von Schule oder studentischer Ausbildung in Beruf sind. Und da glaube ich schon, ein gemeinsames Verständnis herauszuspüren bei denjenigen, die da ausbilden. Und das sind ja die Menschen, die wir erreichen müssen, diejenigen, die ausbilden, dass die auch weiterhin diese Möglichkeit anbieten. Da sind die Mittelständler ganz wichtig für uns, aber sind auch die großen Unternehmen wichtig. Herzlichen Dank, Herr Luft. Auf diese Bereiche der nonformalen Bildung und der beruflichen Abschlüsse kommen wir gleich nochmal. Ich möchte noch ein wenig bei der Corona-Pandemie und den Unsicherheiten von jungen Menschen bleiben. Und dafür gibt es eine nächste Frage von Christina. Ja, hallo.
es ist ja gerade noch so, wir bewegen uns irgendwie auf Lockerung zu, aber viele Unternehmen haben ihren Betrieb ja runterfahren müssen in den letzten Wochen. Und die wirtschaftliche Lage ist auch nicht überall so rosig, sodass Auszubildende teilweise auch ihre Ausbildung nicht in dem Unternehmen zu Ende führen können, wo sie sie angefangen haben. Werden dazu gerade Möglichkeiten entwickelt? Und dann, um noch einen Schritt weiter zu gehen, wie begegnet die Politik denn den diesjährigen Absolventinnen, also SchülerInnen sowie StudentInnen, die sich einfach einer Arbeitslosigkeit gegenüberstehen, weil viele Unternehmen Einstellungsstopps verhängt haben und da der Arbeitsmarkt einfach gerade nicht so viel hergibt? Also im ersten Teil Ihrer Frage, wir haben im letzten Jahr zusammen mit dem Arbeitsministerium ein Programm Ausbildungsplätze sichern gestartet. Dotiert, ich glaube, 500 Millionen. Und da ist ein Teil genau dieser Teil, den Sie gerade genannt haben. Also ich beginne eine Ausbildung in einem Betrieb, der wird dann insolvent und ein anderer Betrieb könnte mich aber übernehmen. Das wird diesen Betrieb dann bezuschussen. Dieses Programm war geplant eigentlich für ein Jahr, also auslaufend Anfang 2021. Wir wollen das jetzt gerade verlängern. Wir werden da wahrscheinlich nächste Woche im Kabinett damit sein, damit das verlängert wird, weil diese Zeit jetzt natürlich auch länger geht, als wir gedacht haben. Deswegen wird dieses Programm gerade fortgeschrieben. Und wichtig ist da eben, dass wir die Unternehmen erreichen, die ausbilden wollen, die aber jetzt unsicher sind, wie das weitergeht, oder eben die insolvent werden und dann ein anderes Unternehmen den Auszubildenden übernehmen kann. Also wie gesagt, dieses Programm gibt es schon und wird gerade etwas noch erweitert und soll voraussichtlich nächste Woche ins Kabinett gehen. Der zweite Teil Ihrer Frage, da ging es ja darum, wie gehen wir mit den Jugendlichen um, den jungen Erwachsenen, die jetzt von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Ich glaube, da müssen wir wirklich alles dafür tun, dass wir diese Menschen auch mit Unternehmen in Verbindung bringen können, die Ausbildungsplätze anbieten. Das passt nicht immer genau. Also oft habe ich dann Ausbildungsplätze frei, die sind aber in einem anderen Beruf oder in einer anderen Stadt, wie diejenigen, die gerade gesucht werden. Und dieses Matching, also wie bringe ich die Angebot und Nachfrage zusammen, ist noch nicht optimal. Man muss natürlich auch sehen, dass viele nicht bereit sind, von A nach B umzuziehen wegen dem Ausbildungsplatz. Und deswegen müssen wir da auch schauen, dass wir noch mehr Unternehmen gewinnen, die den Ausbildungsplatz anbieten, die Jugendlichen suchen. Da wird es sicherlich keine optimale Lösung geben. Aber gerade in diesem Sommer wollen wir eben mit den Unternehmen selber dafür nochmal Werbung machen und auch so Angebote dann tatsächlich schaffen. Herzlichen Dank. Und in diesem Bereich Ausbildung, Studium und Corona, die kommt noch von Britta. Ja, genau. Danke, Paul. Ich wollte gerne nochmal auf die psychische Belastung junger Menschen in der Corona-Pandemie eingehen. Denken Sie, dass aktuell die Belange junger Menschen ausreichend ernst genommen werden bei der Abwägung der verschiedenen Risiken? Immer eine Frage der Einschätzung ausreichend. Da wird immer jede Gruppe sagen, wir sind nicht ausreichend berücksichtigt worden. Aber ich gebe Ihnen einfach meinen persönlichen Eindruck wieder. Jetzt wirklich mein persönlicher. Am Anfang der Pandemie standen natürlich die älteren Menschen im Vordergrund, weil die besonders von der Krankheit bedroht waren und der Krankheitsverlauf dann auch sehr lebensbedrohend war. Ich glaube, da hat man sich sehr stark auf diese Gruppe kapriziert. Und man hat ja am Anfang auch dann die Schulen und die Kindergärten geschlossen. Ich glaube schon, dass der Fokus da eher auf den älteren Menschen war und diese Folgen, die es auf Jugendliche auch haben. Also ich stelle mir mal vor, ich hätte gerade Abitur gemacht in der Zeit. Und die ganzen Abitursfeiern fallen aus und alles, was eigentlich mal in dem Lebenszeitpunkt wirklich wichtig ist, fällt alles weg. Da glaube ich schon, dass es nicht ausreichend im Blick war. Ich glaube, da hat sich aber auch einiges getan, weil umso länger diese Zeit natürlich geht, umso mehr merkt man auch, man kann den Jugendlichen aber auch nicht, sagen wir, alles nehmen, was die Jugendlichkeit auch ausmacht.
dass wir alle ein bisschen zurückhaltend sein müssen, glaube ich schon. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, ich gehe nicht mehr so oft in Clubs. Deswegen ist es für mich auch kein großer Verzicht. Wenn ich aber jetzt 18, 19, 20, 25 bin, habe ich auch einfach andere Bedürfnisse. Und da muss ich auch einfach sehen, wurde das, glaube ich, eine Zeit lang nicht so beachtet, wie das jetzt beachtet wird. Von daher glaube ich schon, dass man es jetzt sieht, aber am Anfang der Pandemie, glaube ich, nicht ausreichend. Wenn ich aber noch eine Sache sagen darf, ich habe den Chat jetzt nicht ganz im Blick, weil ich sonst immer mit meiner Hand da fummeln muss. Ich glaube, ich habe eine Frage vorhin nicht so gut beantwortet oder nicht ausreichend beantwortet. Also Herr Schröder, wenn Sie zurückgehen wollen, alles okay. Wenn Sie aber sagen, nee, wir haben wenig Zeit. Ich kann nur den Chat nicht richtig verfolgen. Genau, das ist jetzt auch genau der richtige Moment, um einmal auf den Chat und die Rückmeldung zu schauen. Ich schiele einmal zu Larissa und genau, eröffne quasi eine Runde zu dem bisher Gesagten, bevor wir weitergehen und nochmal Fäden aus dem ersten Teil aufnehmen. Ja, danke schön, Herr Luft, das haben Sie genau richtig gesehen. Wir haben noch eine Rückfrage bekommen von Christina Huster. Ich würde noch mal kurz abgeben, damit die nicht verloren geht zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Christina. Ja, genau. Ich habe vorhin schon die Frage gestellt zum Thema junge Menschen und Arbeitslosigkeit. Sie haben das jetzt darauf bezogen, auf Menschen, die gerade, weiß ich nicht, ihren Schulabschluss gemacht haben und einen Ausbildungsplatz beispielsweise suchen. Aber was ist mit denen, die ihre Ausbildung, egal ob jetzt berufliche Ausbildung oder akademische Ausbildung, bereits abgeschlossen haben? Und da ist natürlich dann nicht unbedingt die Flexibilität da, sich jetzt nochmal umzuorientieren, sage ich mal. Wie will man da vorgehen? Also die jetzt schon fertig sind, ne? Die jetzt ausgebildet, eine Ausbildung hinter sich haben und jetzt am Übergang vom Beruf stehen und keinen Beruf. Ja, genau. Okay. Ja, also ich glaube schon, dass es da ganz wichtig ist, nochmal mit der Bundesanstalt für Arbeit zusammen auch nochmal die Plattformen stärker zu bewerben, die es im Moment gibt, wo ich überhaupt einen Ausbildungsplatz finden kann. Weil mein Eindruck ist schon so, dass man die Ausbildungsplätze, die vorhanden sind, noch nicht ausreichend auch sieht. Das heißt, ich muss dieses Angebot und die Nachfrage auch zusammenbringen. Und wenn wir da im Sommer tatsächlich gemeinsame Veranstaltungen machen könnten, würde das den Jugendlichen zumindest mal eine Möglichkeit geben, zu sehen, was ist denn alles in meinem Umfeld möglich, also in dem räumlichen Gebiet, wo ich was suche, und da dieses Angebot und Nachfrage nochmal besser zusammenzubringen. Aber auch, um nochmal bei Arbeitgebern dafür zu werben, dass sie tatsächlich auch ausbilden. Weil der eine oder andere ist natürlich noch etwas abwarten, weil er nicht weiß, was kommt. Und wenn wir da ein bisschen Unterstützung geben könnten von staatlicher Seite, dass sie sich tatsächlich auch bereit erklären, dann auszubilden, dann haben wir natürlich das Angebot auch erhöht. Ich glaube, das fände ich im Sommer ganz wichtig. Herr Luft, Sie schlagen damit genau in eine Kerbe rein, in der wir auch in der Kolping-Jugend auf der Spur sind. Denn es gibt bei uns eine Arbeitsgruppe, die sich genau nochmal diesem Themenfeld Ausbildungsplätze finden und bestehende Plattformen nutzen und bewerben. Ja, dass wir da nochmal stärker auf der Suche sind und bestehende Plattformen auch nochmal ja, transportieren und vermitteln wollen. Also von daher, wollen wir uns da auch auf den Weg machen und da noch einmal schauen. Ja. Darf ich da gerade gleich nachfragen, wenn Sie das nennen? Ja, dürfen Sie. Also da finde ich es auch einfach wichtig, wenn wir miteinander in Kontakt kommen können. Also wenn Sie sagen, wir kümmern uns auch darum, dann sollte man schon mal ein bisschen schauen, dass wir zusammen auch arbeiten können. Ich hätte großes Interesse daran. Das heißt, wenn Sie da die Arbeitsgruppe haben und erste Ideen, dass wirklich auch Kontakt mit unserem Haus aufnehmen, damit wir da was Sie auch einbinden können. Weil das ist ja oft so bei uns im Land, jeder macht was. Also es herrscht ja wirklich kein Mangel an Engagement. Das kann man, glaube ich, den Menschen in diesem Land wirklich nicht vorwerfen. Aber das auch mal ein bisschen zu bündeln und damit der eine weiß, was der andere gerade macht, das finde ich schon extrem wichtig. Weil sonst würstelt jeder vor sich hin, hat gute Ideen, aber ich komme nie so richtig in die Fläche. Also auf das Angebot, das als Mitglied der Arbeitsgruppe nehme ich das auch mal gerne mit. Und genau, von daher, wir stehen noch in unseren Überlegungen am Anfang, aber ja, wir
bleiben in Kontakt, wie man so schön sagt. Lassen Sie uns aber nun einen Schritt weitergehen. Und ja, Sie haben gerade schon den Matching-Prozess zwischen Betrieben und Auszubildenden angesprochen, dass manchmal Ausbildungsplätze weit entfernt sind von den Wohnorten der Auszubildenden und dass da so eine Wohnortüberbrückung auch manchmal eine Schwierigkeit für junge Menschen sein kann. Kolping ist ja auch Träger von Jugendwohnen und der bundesweit größte Träger von Jugendwohneinrichtungen. Und Jugendwohnen kann da genau ein Baustein sein, um diese Lücke zu schließen. Von daher gebe ich ab an Alexandra Horster, die genau in diese Kerbe mal hineinschlägt. Genau, danke schön, Paul. Guten Tag, Herr Luft. Danke an die Kolping-Jugend, dass ich zu diesem Punkt sozusagen mit an der BUKO teilhaben darf, weil das nämlich genau die Schnittstelle zwischen Kolping-Jugend und Kolping-Jugendwohnen ist. Ich bin Geschäftsführerin bei Kolping-Jugendwohnen. Wir betreiben allein, ich sage jetzt mal als Einrichtung des Bundesverbandes, schon 12 Einrichtungen bundesweit. Insgesamt hat Kolping gut 40 Einrichtungen des Jugendwohnens. Und wir haben hauptsächlich Jugendliche bei uns wohnen, die wirklich den Mut haben, ihren Wohnort zu verlassen, um ihre Ausbildung verwirklichen zu können. Und wir stellen aber tatsächlich aktuell zur Pandemie auch nochmal fest, dass es viele junge Menschen gibt, die Ausbildungsplätze suchen und, wie Sie eben ja auch schon gesagt haben, viele Betriebe da junge Menschen suchen. Und wir aber den Eindruck haben, dass dieses Angebot des Jugendwohnens, Azubi-Wohnens, nahezu unbekannt ist bei allen Akteuren, also bei den jungen Menschen, bei den Betrieben, in der Politik. Selbst bei der BA bin ich mir manchmal nicht sicher, ob da in der Breite sozusagen das Angebot bekannt ist. Und daher lautet wirklich meine Frage, haben Sie eine Idee oder eben auch, ich fange mal bei der Idee an, wie man dieses Angebot eigentlich bekannter machen könnte, weil das, ich sage mal, das ist eigentlich das beste Studiwohnen kennt jeder und zieht direkt dahin. Und Azubi-Wohnen als Top-Angebot ist einfach unbekannt. Also ich kann Ihnen sagen, wir haben ein Problembewusstsein, aber noch keine Lösung. Das befriedigt nicht. Aber ganz ehrlich, als wir das Thema gesehen haben, oder als wir uns angeschaut haben, wie ist es eigentlich im Moment, wo bekommen junge Leute einen Ausbildungsplatz, wird er sehr schnell klar, dass es nicht mehr so ist wie früher, dass wenn mein Vater bei Benz gearbeitet hat, ich dann auch bei Benz arbeite. Sondern dass man eigentlich, sagen wir, viel weiter weg muss, auch um einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und damit beginnt dieses Jugendwohnen eine ganz andere Bedeutung zu bekommen. Früher hat man halt in der Nähe gearbeitet, in seinem gleichen Ort oder einen Ort weiter. Das ist heute nicht mehr der Fall. Deswegen ist dieses Jugendwohnen schon noch, wie Sie zu Recht sagen, ein Stück weit ein Stiefkind. Und ganz ehrlich, als ich hier begonnen habe im Ministerium, wusste ich auch nicht, was wir da eigentlich tun in dem Bereich. Wir haben dann die Berufsausbildungsbeihilfe erweitert und haben auch gesagt, sozialpädagogisch begleitete Wohnformen müssen da möglich sein, damit auch, sagen wir, junge Leute, die nicht mehr zu Hause wohnen, gefördert werden können. Das reicht aber nicht. Wir haben die Allianz für Aus- und Weiterbildung. Da sind Gewerkschaften, Arbeitgeber, Ministerien mit dabei. Und da haben wir es auf die Tagesordnung gesetzt, weil wir gesagt haben, da brauchen wir eine gemeinsame Anstrengung dazu. Und mein Angebot wäre einfach, wenn Sie da auch noch Ideen haben, wie man es bekannter machen kann, was es gibt, aber auch Lösungsmöglichkeiten, was man darüber hinaus machen kann, wäre ich da wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Weil ich glaube nicht, dass es das Ministerium irgendwie alleine regeln kann. Da brauche ich alle dabei. Und in dieser Allianz für Aus- und Weiterbildung haben wir jetzt so ein Forum, wo alle drin sitzen. Dieses Ausbildungsprogramm Ausbildungsplätze sichern ist auch in diesem Rahmen dort besprochen worden. Das heißt, das ist kein Debattierforum, sondern man versucht da auch wirklich Beschlüsse zu machen, die dann tatsächlich in konkretes Handeln kommen. Und da ich da das BMAS dabei habe, die BA dabei habe, die Gewerkschaften dabei habe, die Arbeitgeber dabei habe, ist das ein Forum, wo auch am Ende was bei rumkommt. Und ich finde einfach wichtig, dass wir die bestehenden Angebote bekannter machen. Ja? Da können wir auch dafür werben. Aber B, auch nach Lösungsmöglichkeiten suchen, wie wir das ausweiten können. Weil das Angebot reicht, glaube ich, nicht aus. Ja. Und von daher einfach
meine Bitte, wenn Sie auch Ideen haben, gleiche, wie ich vorhin schon Herrn Schröder gesagt habe, schicken Sie es uns. Genau, super. Kommen wir, glaube ich, drauf zurück. Und über die Kolping-Jugend klären wir da mal, wer die konkreten Ansprechpartner sind, weil da würden wir, glaube ich, direkt auch kurzfristig nachfassen wollen. Ja, wenn ich noch dafür schulde, darf ich noch eine Anmerkung machen? Ich will es nicht in die Länge ziehen und will auch nicht zu viel reden, sondern eher Fragen beantworten. Aber ein Problem, das wir doch immer haben, ist, wir suchen immer fertige Lösungen, die alle Bedarfsfälle abdecken. Ich würde viel lieber mal in solchen Foren tatsächlich überlegen, was für Probleme gibt es, was für Möglichkeiten gibt es. Die müssen dann nicht immer fertige Programme sein. Ich kann dann auch mal mit einer, sagen wir, bei Computerprogrammen starten, nur mit einer Bitter-Version. Finde ich schon, dass der Staat gucken muss, was er macht und nicht irgendwie down mit Bitter-Version agieren kann. Aber wenn ich kreative Lösungen mal haben will, dann muss ich mich auch mal getrauen, mit einer Lösung an den Start zu gehen, der noch nicht alle Problemfälle des Lebens abdeckt, aber zumindest mal einen Großteil. Und deswegen wäre ich für mehr Mut, um auch mal was zu beginnen, was nicht perfekt ist, aber was zumindest mal einen Großteil der Probleme bearbeitet. Bevor ich dann 3 Jahre brauche, um dann alles abgedeckt zu haben, aber dann zu spät bin. Vielen Dank, Herr Luft. Mut haben Sie angesprochen und Mut tut gut, sagen wir immer bei Kolping. Ja, Sie haben vorhin schon über die nonformale Bildung gesprochen und den Stellenwert. Gesprochen. Und nonformale Bildung, das ist ja etwas, was bei uns in der Jugendverbandsarbeit einen hohen Stellenwert hat. Und genau da gab es eine Frage von Peter. Genau. Bezug nehmend auf das Verhältnis eben von nonformaler Bildung und Ausbildung, sei es jetzt akademisch oder beruflich, wie wünschen Sie sich, dass das Verhältnis ist? Und was kann man auch dazu tun, dass außerhalb von Schule, aber dann auch von Ausbildung oder Studium auch Zeit dazu bleibt, ehrenamtlich tätig zu sein, sich zu engagieren und dann halt diese eben schon angesprochenen auch digitalen Kompetenzen zu erwerben, soziale, gesellschaftliche, demokratische Kompetenzen. Genau, wie wünschen Sie sich das Verhältnis und wie kann man Ausbildung gut und Studium, also Studium ist, glaube ich, oft sehr, sehr flexibel, dann auch nebenbei ehrenamtlich tätig zu sein, aber Ausbildung ja nicht, gerade wenn ich auch im Betrieb mit drin bin. Ja, was kann man da tun? Nicht ganz einfach, ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen. Diese nonformale Bildung wird ja oft so unter diesem Stichwort Soft Skills diskutiert. Ich finde nicht, dass das Soft Skills sind. Ich finde, wenn ich künftig stärker in Projekten arbeite, wenn ich agiler arbeite als bisher, brauche ich auch andere Kompetenzen. Ich muss in einem Team arbeiten können. Ich muss aus einer Lösung, die nicht perfekt ist, das Gute rausfinden und die dann erweitern. Ich muss auch mal mit spinnerten Ideen umgehen können. Das heißt aber, dass ich ganz andere Fähigkeiten haben muss als das rein Formale. So, ich weiß, wie man die jetzt bewertet, finde ich schon auch wichtig, weil das kann natürlich auch nicht abhängig sein von demjenigen, dem ich gerade gegenüber sitze und der mich einstellen soll. Das heißt, wir brauchen so irgendwas, wo man nonformale Kompetenzen auch ein bisschen mal vergleichbar machen kann, irgendwie bewerten und zertifizieren. Dazu haben wir dieses Projekt Valicom im BMBF aufgelegt, dass solche berufsrelevanten Kompetenzen, die außerhalb des formalen Bildungssystems erworben werden, auch bewertet werden können und zertifiziert werden können. Weil ich muss ja dann, wenn ich mich irgendwo vorstelle, irgendwie eine Vergleichbarkeit haben zu anderen Kompetenzen, die andere Menschen haben. So. Ich finde, das ist schon mal ein Ansatz, den man weiter fahren sollte. Insgesamt denke ich aber schon, dass dieses Thema nonformale Bildung sowohl in der Schulbildung, also wie lerne ich überhaupt lernen, eine große Rolle spielen wird. Also alles, was wir im Moment unter dem Thema Digitalisierung haben, ist natürlich getriggert durch die Pandemie, führt aber dazu, dass wir nicht mehr zurückkehren zu den alten Zuständen, sondern dass wir anders lernen auch. Und alles, was ich bisher kenne von Unternehmen, geht in die Richtung, ich muss Teams zusammenstellen können, die aus unterschiedlichen Gesichtspunkten nach einer Lösung suchen.
Ich vergleiche, ich bin halt ein Mann, ich habe eine gewisse Affinität zum Fußball, ich vergleiche das immer mit einem Trainer. Da können auch nicht alle Mittelstürmer sein. Da brauche ich Verteidiger, da brauche ich einen Torwart und das Zusammenspiel, diese Mannschaftsteile muss stimmen. Und jemand, der solche Teams zusammenstellen kann, der auch sieht, welche Fähigkeiten wer hat und dann das auch gleich bewertet. Also da ist ein Manuel Neuer genauso viel wert wie ein Lewandowski. Der eine macht aber die Tore. Man darf das Tore schießen nicht immer so hoch bewertet werden. Und ich finde, das ist schon was, was eine große gesellschaftliche Diskussion auch gerade hervorruft. Wie weit können solche nonformale Fähigkeiten die, sagen wir, bisherigen Noten ersetzen? Ich glaube aber, dass wir künftig die Noten auch anders zusammensetzen werden. Also in der Schule wird es auch um andere Beurteilungen von Leistungen gehen. Und das ist ein Prozess, der, glaube ich, im Moment ganz, ganz spannend ist. Es geht aber aus meiner Sicht da nicht um Soft Skills, sondern es geht um ganz harte Skills, die künftig gebraucht werden. Und wenn ich einfach schaue, wie heute junge Leute schon in der 10. Klasse Vorträge halten und Projekte machen, dann arbeiten die zusammen im Projekt. Die machen Teamarbeit. In meiner Schulzeit war das noch relativ verpönt. Und dadurch gewinnen wir natürlich auch ganz andere Fähigkeiten plötzlich. Und wie gesagt, ich kann es wieder nur aus meiner Erfahrung im Ministerium machen. Wir brauchen schon auch diese Fähigkeiten, dass man unterschiedliche Aspekte eines Problems zusammenführt. Wir kritisieren ja immer, dass alles immer so in Silos denkt und nur so in seinem Kästchenbereich. Das ist ganz natürlich, wenn ich Referate habe. Der ist zuständig für gewisse Dinge. Der muss aber auch schauen, wie wird das Produkt weiterverwendet? Also wenn ich jetzt Schule mache, wie ist das für das Studium? Wie ist das für die berufliche Ausbildung? Und wenn wir diese Sachen nicht zusammendenken, führen diese Einzellösungen zu nichts. Und dafür brauchen wir diese Fähigkeiten. Vielen Dank, Herr Luft, für Ihr Plädoyer. Und an dieser Stelle hat sich einiges im Chat getan. Es gab einige Rückmeldungen. Von daher gebe ich nochmal ab an Larissa, die nochmal bündelt, was so kommentiert wurde. Ja, danke schön. Wir haben eine rege Beteiligung im Chat. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Es gab einige Kommentare und auch ein paar Rückfragen. Ich habe gerade mit meiner Moderation überlegt, dass wir zuerst mit ein paar anderen Fragen noch weitermachen und später nochmal auf das Thema Jugendwohnen zurückkommen würden. Das Interesse scheint da auf jeden Fall groß zu sein. Das geht alles nicht verloren. Vielleicht auch hier nochmal der Hinweis, Fragen, die unbeantwortet geblieben sind, können wir auch im Nachhinein nochmal schriftlich einreichen. Das wird alles beantwortet. Also wer jetzt nicht sofort an die Reihe kommt, genau. Wir sorgen dafür, dass alle Fragen beantwortet werden. Ich würde dann zurückgeben an die Moderation und erst einmal mit einer anderen Frage weitermachen. Gut, vielen Dank, Larissa. Und Herr Luft, eine Frage von mir zu dem Stellenwert von beruflicher und akademischer Ausbildung. In den Medien heißt es ganz häufig, dass die duale Berufsausbildung als Garant für die deutsche Wirtschaftskraft bezeichnet wird. Ihr Ministerium hat dazu auch eine Kampagne gestartet, die nennt sich Die Duale. Und mich interessiert, was eben genau dazu gehört, wenn eben die duale Berufsausbildung als Garant für die deutsche Wirtschaftskraft bezeichnet wird und ob Sie darüber hinaus noch etwas von Ihrem Ministerium aus tun und unternehmen, um die Fokussierung auf Abitur und Studium aufzubrechen, um den gleichwertigen Stellenwert in den Mittelpunkt zu rücken. Ja, ich glaube schon, dass wir mit der dualen Ausbildung dafür gesorgt haben, dass wir eine relativ niedrige Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland haben, also weltweit gesehen. Also wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, stehen wir gut da. Das hilft aber keinem, der arbeitslos ist, dass wir gut dastehen. Wir sind stolz drauf, ja, klar, aber das hilft keinem, der arbeitslos ist. Ich glaube aber schon, dass sich am Ende der Schule zu viele Menschen sich darauf konzentrieren, ein Studium zu ergreifen und sich nicht genau überlegen, was kann ich denn eigentlich, was will ich und was macht mir Spaß.
Und ich glaube nicht, dass wir da mit schönen Broschüren weiterkommen. Da muss ich Formate finden, die die jungen Leute tatsächlich ansprechen. Also wir versuchen ja in diesem Berufsorientierungsprogramm ab der 7. Klassenstufe schon Potenzialanalysen zu machen. Das heißt, was sind meine Stärken, was sind meine Interessen tatsächlich, ein bisschen rauszufinden, was liegt mir. Und dann in der 8. Jahrgangsstufe bieten wir an, dass man tatsächlich so Praktikas macht, so Werkstattpraktikas in einzelnen Unternehmen. Ich finde, das ist schon eine Möglichkeit, um überhaupt mal den Blick zu weiten. Weil oftmals verengt sich ja der Blick relativ früh auf ein paar Ausbildungsformate. Und einfach mal die Bandbreite zu zeigen, was ist überhaupt möglich und was liegt mir auch. So. Dann muss ich aber natürlich auch irgendwie, was ich schon gesagt habe, Formate finden, die ich junge Leute auch anspreche, wenn es dann tatsächlich nach dem Abschluss der Schule darum geht, welchen Beruf ergreife ich. Und wie gesagt, mit Broschüren kommen wir da nicht weiter. Ich denke, wenn wir da mehr mit sozialen Medien arbeiten, wenn wir auch durchaus mal Influencer-Kooperationen eingehen, also junge Leute finden, die dafür Werbung in ihren Kreisen machen, ist es besser, wie wenn wir irgendwie eine Broschüre mit meinem Vorwort oder einem Vorwort der Ministerin veröffentlichen. Also ich muss Formate finden, wie ich junge Leute auch anspreche. Und da wollen wir neue Wege gehen mit dieser Informationskampagne, die duale, damit wir einfach nochmal zeigen können, dass die duale Ausbildung tatsächlich attraktiv ist. Und ich glaube schon, vielleicht ist der letzte Satz, wenn wir von Ministeriumsseite das immer anbieten wie Sau aus Bier, dann ist es auch nicht schön. Also ich muss junge Leute finden, die selber dafür Werbung machen, die junge Leute auch erreichen. Und das wollen wir mit dieser Informationskampagne, die duale Berufsbildung mit Systema, hinbekommen. Das sind neue Formate, die sind natürlich auch mal umstritten, wenn wir mit Influencer was zusammen machen, ist nicht normal unser tägliches Geschäft. Aber ich muss natürlich Formate finden, wie ich die Zielgruppe überhaupt erreiche. Sonst mache ich es an der Zielgruppe vorbei. Und ich glaube, mit diesem praktischen Teil beim Berufsorientierungsprogramm, dass ich eben Potenzialanalyse mache und Werkstattpraktikas und dann aber am Ende der schulischen Ausbildung so eine Informationskampagne mache, wo die Jugendlichen auch wirklich erreicht, dann hoffe ich zumindest, dass wir da ein Stück weitergehen können. Herzlichen Dank. Sie haben das Thema Berufsorientierung eben angesprochen und da war auch genau eine Frage von Annelie, die nochmal in diese Richtung Berufsorientierung geht. Von daher gebe ich ihr nochmal die Chance, nochmal nachzuhaken, ob damit ihre Frage schon beantwortet ist oder ob sie da nochmal nachfragen möchte. Ja, genau. Meine Frage zielt genau darauf ab. Die Mehrheit der AbiturientInnen wählt nach dem Abi einfach das Studium, weil es so als der klassische Weg gesehen wird. Sehen Sie den Grund darin, tatsächlich in einer fehlenden, ausreichenden und offen gestalteten Berufsberatung in der Schule, weil auch da vor allem von den LehrerInnen einfach davon ausgegangen wird, dass die Mehrheit ein Studium wählen wird und da gar nicht an oder genügend über Alternativen informiert wird? Ich habe gerade mal geblättert und mir eine Statistik rausgesucht. Weil die Berufswahl beschränkt sich immer auf ganz, ganz wenige Ausbildungsmaßnahmen. Also wenn man schaut in der beruflichen Bildung nach dem Berufsbildungsbericht, dann haben sich bei neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen 2019 nur 36,6% der Frauen für eine Ausbildung, berufliche Bildung entschlossen. Alle anderen gingen ins Studium. Wenn dann aber Frauen in duale Berufsausbildung gehen, konzentrieren sie sich auf diese Bereiche, ich sage mal Hauswirtschaft, öffentlicher Dienst, freie Berufe, Gesundheitsberufe, also alles, was mit Gesundheit und Erziehung zu tun hat. Das heißt, selbst in diesem Bereich berufliche Bildung konzentriert man sich auf ein ganz kleines Spektrum. Und da ist natürlich schon die Frage, woher kommt das eigentlich? Liegt es an der Berufsberatung? Liegt es an den Lehrern? Liegt es an den Peer-Groups, die eher in diese Richtung gehen? Und deswegen finde ich es auch so gut, es gibt, ich glaube, die Frau Bittenbender, die Frau vom Bundespräsidenten, ist Schirmherrin, diese Initiative Klischeefrei. Da arbeitet das BMAS, das BMFJ und wir mit zusammen, wo wir einfach versuchen,
schon in frühen Zeitpunkten auch dafür zu werben, dass man das ganze Spektrum auch mal sieht. Und das finde ich schon noch so ein Punkt, wo wir uns noch stärker engagieren müssen, dass wir jungen Menschen tatsächlich das ganze Spektrum zeigen können, was möglich ist, sodass dann am Ende nicht nur das Studium angestrebt wird, sondern vielleicht auch mal ein Beruf und nicht immer nur auf bestimmte Fachbereiche sich eingeengt wird. So, wie kann man das erreichen? Wie gesagt, wir versuchen es im Moment mit zielgruppenspezifischer Ansprache. Da reicht es nicht, wenn wir immer nur Plattformen haben. Es gibt eine ganze Reihe von Plattformen. Auch wir im BMBF haben das, könnt ihr schauen, verlinken wir dann auf die einzelnen Möglichkeiten, wie ich Berufsorientierung bekommen kann. Die Frage ist aber, nutzen das die jungen Menschen tatsächlich? Oder muss ich nicht viel mehr in die Schulen, in die Hochschulen rein, um da schon Berufsorientierung anzubieten? Das ist jetzt natürlich in Zeiten der Pandemie in großen Teilen ausgefallen. Das ist schon ein Problem, das wir haben. Und deswegen, jetzt komme ich nochmal drauf, wollen wir zumindest im Sommer da nochmal nachholen und nochmal so einen Push geben, dass sich die Jugendlichen schon frühzeitig informieren über die ganze Bandbreite dessen, was man tatsächlich machen kann. Aber ich finde es nicht gut, wenn man sich einseitig einfach immer nur fokussiert auf Studium, weil ansonsten nichts einfällt. Herzlichen Dank, Herr Luft, für dieses Plädoyer. Und ich möchte noch eine Frage stellen, bevor wir nochmal wieder schauen, was sich im Chat ergeben hat. Und zwar gibt es ja auch ein neues berufsbeschlossenes, also ein neu abgeschlossenes Berufsbildungsgesetz, wo auch eben versucht wurde, berufliche und akademische Abschlüsse vergleichbar zu machen. Da wurden neue Abschlussbezeichnungen eingeführt, wie der Bachelor of Professional für den Meister oder den Master of Professional für Betriebswirte. Meine Frage ist da, wie Ihre Bewertung von diesen neuen Abschlussbezeichnungen aussieht, ob Sie eventuell schon Auswertung haben zu dieser neuen Anerkennung, zu dieser gleichwertigen Anerkennung, also was diese neuen Abschlussbezeichnungen schon in der Praxis erreicht haben. Also wir werden das ja evaluieren. Dafür braucht es aber eine gewisse Zeit. Ich glaube, der Zeitpunkt ist jetzt noch zu früh, um tatsächlich zu sagen, hat gewirkt oder hat nicht gewirkt. Was wir erfahren haben, ist aus Rückmeldung von denjenigen, die es tatsächlich jetzt abgeschlossen haben, diese neue Berufsbezeichnung führen, dass sie sagen, sie haben schon auch leichter im internationalen Konkurrenzkampf. Also die duale Ausbildung ist ja, da sind wir total stolz drauf. Wir sagen auch immer, das ist ein Exportschlager. Wenn ich mich umschaue, gibt es das noch in Österreich und der Schweiz. Mit Exportschlager bin ich da immer ein bisschen vorsichtig bei der Bilanz. So, trotzdem gibt es natürlich immer wieder großes Interesse in anderen Ländern. Und wenn ich jetzt sehe, dass natürlich, wenn ich eine Ausbildung hier begonnen habe in Deutschland und fertig habe, dass ich mich vielleicht auch mal in Italien, Frankreich, Spanien bewerben möchte, muss ich mich mit den Leuten vergleichen lassen, die sich dort bewerben. So, und wenn dann aber keiner mit diesen Bezeichnungen in der dualen Ausbildung bei uns was anfangen kann, habe ich einfach einen Konkurrenznachteil. Und diesen wollten wir ein Stück weit ausgleichen. Jetzt ist natürlich, ich sage mal, die Wertschätzung hängt nicht an Bezeichnungen. Aber wenn ich mich natürlich international bewerbe, hängt es schon sehr wohl an Bezeichnungen. Und da sind die Rückmeldungen schon, dass es was geholfen hat. So, wie sich das aber in Zahlen niederschlägt, kann ich Ihnen das noch nicht sagen. Also ich kann Ihnen nicht sagen, es sind 10% besser geworden oder so. Das kann ich nicht machen. So, die Rückmeldungen sind aus denjenigen, die Abschlüsse gemacht haben, positiv. Es gab durchaus natürlich auch Kritik. Also Sie wissen auch, die Hochschulen haben es nicht so gut gefunden, weil sie gesagt haben, das hört sich jetzt so an wie das, was man im Studium macht. So. Da muss ich aber sagen, das ist ein Aspekt, ja. Ich muss mich aber auch darum kümmern, dass diejenigen, die eine berufliche Bildung machen, im internationalen Vergleich überhaupt konkurrenzfähig sind und keine Nachteile haben. Und ich glaube, das haben wir angestrebt mit diesen neuen Bezeichnungen. Und da würde ich auch sagen, ist das erfolgreich? Wie gesagt, Zahlen habe ich aber noch keine. Herzlichen Dank. Diese internationale Perspektive hatte ich da gar nicht mit auf dem Schirm. Gut.
Und jetzt übergebe ich nochmal in den letzten 10 Minuten an Larissa, denn ja, einige Fragen und Kommentare sind da gekommen. Also von daher schauen wir nochmal, was so bei den Teilnehmenden sich nochmal getan und entwickelt hat. Ja, vielen Dank. Ich schaue mal, was wir hier haben. Auf jeden Fall viele Fragen und auch Kommentare. Ich sehe auch, dass Interesse angekündigt wurde an der Studie, die Sie eben erwähnt haben. Genau, und ansonsten würde sich vielleicht an das, was Sie gerade gesagt haben, noch eine Frage anschließen von Annelie Lutz aus dem DV Würzburg. Genau, damit würde ich vielleicht mal anfangen. Ich hatte meine Frage schon gestellt. Ah, Entschuldigung. Dann machen wir mal weiter. Wir haben noch eine Idee oder einen Vorschlag aus dem Chat von Tobias Meierle, der sich mit der Idee eines verpflichtenden Orientierungsjahres, ähnlich eines Bundesfreiwilligendienstes, genau diese Idee aufgebracht hat. Tobias, möchtest du dazu kurz was sagen oder diese Frage nochmal stellen? Ja, ich kann da gerne was dazu sagen. Wir haben es ja jetzt schon ein bisschen gehört und der Peter hat auch nochmal was dazu geschrieben. Es geht darum, dass die Leute Zeit haben, Orientierung zu finden, zu wissen, was möchte ich denn. Es ist schwierig, das in der Schule unterzubringen und einfach um Orientierung zu bekommen, diesen Druck rauszunehmen, ich muss jetzt unbedingt noch mit 25 ganz schnell mit dem Studium fertig sein und dann schon Berufsleben, dass ich dann bis 30 schwanger bin und meine Kinder versorge. Also dieses, ich muss Ziele erreichen in meinem Leben, dass ich was wert bin, das ein bisschen rauszunehmen, indem man ganz bewusst sogar von Gesetzgeberseite sagt, so, nimm dir die Freizeit, um zu werden. Und das vielleicht eben durch so ein Orientierungsjahr. Soll ich gleich antworten? Oder wollen Sie sammeln? Wir dürfen gerne antworten, dann würde ich gleich mit einer weiteren Frage weitermachen. Also die Motivation finde ich nachvollziehbar, dass man auch Zeit für Orientierung hat. Ich persönlich bin immer ein bisschen der Meinung, man sollte den Menschen klar machen, dass die Entscheidung nicht fürs Leben ist, dass sie nicht unrevidierbar ist, sondern dass man durchaus auch mal was machen kann, wo man gerade Lust drauf hat, weil man hinterher die Möglichkeit hat, darauf aufzubauen oder nochmal zu wechseln. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, wenn ich ein Jahr nochmal Zeit habe für eine Orientierung, was mache ich in diesem Jahr? Mache ich da Praktikas? Mache ich da irgendwelche Auslandsaufenthalte, wo ich Travel and Work mache? Ich habe schon im Bekanntenkreis oder Familienkreis einige, die haben sich eine Auszeit genommen. Das war nach der Auszeit auch nicht besser. Deswegen, ich will diese Idee nicht verwerfen. Ich glaube schon, dass man Zeit für Orientierung braucht, aber ich glaube auch, dass man klar machen muss, dass diese Entscheidung, die man dann trifft, nicht unumkehrbar ist. Es gibt wenig unumkehrbare Entscheidungen im Leben. Und bei der Berufswahl ist es sicherlich keine unumkehrbare Entscheidung. Deswegen finde ich es nochmal so wichtig, dass wir von staatlicher Seite auch wirklich alle versuchen, um Durchlässigkeit und Wechselmöglichkeiten anzubieten und auch aufbauen. Ich habe vorhin das Beispiel von der Gärtnerlehre und vom Studium gesagt. Ich glaube, das muss einfach jedem auch klar sein, dass er den einmal eingeschlagenen Weg nicht bis zu seinem Lebensende fortsetzen muss bei der Berufswahl. Und diese Konzentration, ich muss jetzt, bin ich ganz an ganz entscheidende Weggabelung, ich muss das machen, was jetzt richtig ist, davon möchte ich eigentlich die Menschen ein bisschen wegbringen. Weil auch, wir haben auch keine Fehlerkultur, also dass man auch mal scheitern kann, dass man mal was ausprobiert, vielleicht sich selbstständig macht und dann hat man keinen Erfolg und dann macht man wieder was anderes. Also diese Lust, auch mal was zu machen und zu gucken, ob es einem liegt, fände ich eigentlich wichtiger, als sich zurückzuziehen und zu sagen, ich überlege mir jetzt ein Jahr, was ich machen kann. Das heißt aber nicht, dass man das nicht verbinden kann. Also ich will diese Zeit für Orientierung jetzt nicht madig machen. Ich will nur sagen, aus meinem persönlichen Gefühl,
ist diese alleine, die in sich gekehrte, ich überlege mir jetzt mal, was gut für mich ist und mache dann die super perfekte Lösung, wäre jetzt nicht mein Ding. Spricht jetzt aber nicht gegen dieses Zeit für Orientierung. Ich würde es einfach mal mitnehmen, ohne jetzt konkret zu sagen, machen wir im nächsten Jahr. Darf ich da noch einen Aspekt anfügen? Zeit für Orientierung, also nicht nur, dass ich jetzt faulenze und irgendwas mache, sowas kann ja auch angeleitet sein. Ja, genau. Genau. Das wäre also mein Punkt. Ja. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich würde dann einmal weitermachen noch mit einer Frage aus dem Chat. Und zwar würde ich dazu nochmal auf das Thema Jugendwohnen zurückkommen, das hier von großem Interesse ist. Und dafür eine Frage von Michael Seckel stellen lassen, bei dem es vor allem um die aktuellen Probleme oder die Problemsituation beim Jugendwohnen nochmal geht. Michael. Genau, danke schön. Ich habe auch schon jetzt viel mit unserer Vertreterin fürs Jugendwohnen im privaten Chat kurz gequatscht. Es geht vor allem um den Mehraufwand, der in finanzieller Hinsicht für die Träger des Jugendwohnens auftritt, durch eine reine Belegung von Einzelzimmern. Jetzt nicht im Sinne von, die Einzelzimmer werden nicht getragen, sondern es geht vielmehr darum, dass mein Haus nicht voll belegt werden kann. Dadurch habe ich einen Mehraufwand, der natürlich erstmal über die Schulverwaltungsämter zu tragen wäre, die aber ja auch nicht im vollen Umfang dafür aufkommen können. Und das ist gerade ein Defizit. Ich kann jetzt für Augsburg sprechen, haben wir hier rein in diesem Punkt in Bezug Jugendwohnen ein Defizit von 35.000 monatlich, wo ich sagen muss, das ist halt ein Punkt, der eigentlich erstmal kommunal angesiedelt wäre. Aber auch da ist dann, ich meine, der Christoph Huber hat das dann als Kommentar dazu angefügt, wichtig wäre an dieser Stelle, nicht nur jetzt konkret für diesen Fall, sondern allgemein für die Interessen des Jugendwohnens, die ganzen AkteurInnen an einen Tisch zu holen und mal über Probleme und Lösungsstrategien diesbezüglich nicht nur die Kommunen allein zu lassen, sondern alle Player an einen Tisch zu holen. Darf ich gleich dazu? Wer wären denn alle Player? Ich notiere es einfach gerade. Da bitte ich jetzt gerne auch um Unterstützung von der Beauftragten fürs Jugendwohnen, weil ich auch nur ehrenamtlich dafür zuständig bin. Tatsächlich. Kann ich einen Verfahrensvorschlag machen? Gerne. Denken Sie es mir mal, wen man an den Tisch holen müsste. Ich würde mich mal dafür für zuständig erachten, wenn die Bundesleitung mir das Go dafür gibt. Kann ja, ich gerne bitte, in Rücksprache machen. Genau. Das könnten wir ein bisschen ausführen. Genau, Christoph Huber schreibt gerade Kommunen, Land und Bund. Das ist tatsächlich insgesamt unterschiedlich, aber ich glaube, ich kriege das mal in so einem One-Pager zusammengefasst, wo die Problemlage ist und wer an einen Tisch müsste. Genau. Genau, weil ich versuche immer, das operative Geschäft irgendwie zu bekommen. Das ist also schön, dass wir uns unterhalten, aber es muss ja auch irgendwie was bei rumkommen. Und wie gesagt, wir haben die Allianz für Aus- und Weiterbildung. Da ist Jugendwohnen auch ein Thema. Und da kann ich das auch einspielen, weil da habe ich die Kommunen dabei, ich habe die Länder dabei, ja, die Länder habe ich auch dabei. Und von daher kann ich das vielleicht auch mal reinspielen. Ja, großartig. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und dafür, dass wir jetzt im Bereich Jugendwohnen da auch einen Schritt nach vorne gehen. Mit Blick auf die Uhr sind wir jetzt am Ende unserer Zeit angekommen und ja, es waren viele Ausführungen dabei rund um die gleichwertige Anerkennung von beruflicher und akademischer Ausbildung. Es ging um nonformale Bildung, um den Stellenwert davon und ja, ihr Plädoyer auch an junge Menschen, den Druck rauszunehmen, sich jetzt nicht einfach auf einen Weg im Berufsleben einzustielen und da jetzt bis zur Rente durchzuhalten und durchzupowern, sondern auch zwischendurch immer mal wieder Zeit nehmen und nach links und rechts zu schauen, um zu gucken, ja, wo geht es vielleicht einfach hin, was ist so der nächste Schritt, was kann es sein. Wir bleiben auch im Kontakt wegen der Bekanntwerdung von Berufsausbildungsprogrammen und ja, so
bleibt mir am Ende dieses Gespräches, dieses angenehmen Gespräches, nun Danke zu sagen für Ihre Zeit, für Ihre Beiträge. Und ja, es sind noch einige Fragen ungeantwortet geblieben. Und ja, wir werden den Chat auf jeden Fall sichten und sammeln und da nochmal die Fragen nochmal an ja, Sie, an Frau Gruber, nochmal mit reingeben, sodass wir darüber in Kontakt bleiben. Genau, mir bleibt es jetzt zum Schluss auch Danke zu sagen und ja, ein kleines Dankeschön geht auch von Köln aus auf die Reise nach Berlin. Und ja, somit beschließe ich nun diesen Studienteil. Herr Luft, wenn Sie möchten, genau, können Sie auch noch ein paar Worte sagen, bevor ich dann gleich etwas zum Zeitplan sage. Ich möchte mich einfach bei Ihnen bedanken. Das ist immer so ein bisschen unbefriedigend, wenn man ins Gespräch kommt, dass man nicht alle Fragen beantworten kann und dass man auch keine Zeit zum Nachhaken hat. Vielleicht war ich einmal manchmal zu oberflächlich oder zu wenig Details. Oder das ist immer so, wenn man versucht, schnell zu reden, möglichst nicht zu lange zu reden, damit man auch viele Fragen beantworten kann. Aber ich glaube, wir haben ja die Möglichkeit, indem wir die Fragen dann noch im Nachgang beantworten, dass alle zu Wort kommen. Ich bedanke mich einfach bei Ihnen. Für mich ist es auch immer wichtig, einfach mal Feedback zu bekommen, weil man denkt sich was aus und dann muss man auch mal gucken, wie kommt es denn tatsächlich an, was für Probleme hat man noch nicht im Blick. Und ich bin einfach dankbar, dass es sowas wie die Kolping-Jugend wirklich gibt, dass es Menschen gibt, die sich engagieren über das Normale hinaus. Und von daher war es mir eine Freude, heute bei Ihnen zu sein. Ich hätte aber zuletzt noch eine Frage an Sie, Herr Schröder. Jetzt müssen wir noch erklären, was dieser Hase in diesen Kolping-Farben ist. Das ist kein Hase, das ist unser Schnuffi, das Maskottchen der Kolping-Jugend. Und ja, manche sagen, er ist ein Hund, manche halten ihn für einen Hasen. Man sagt auch, es ist einfach ein Schnuffi. Gut, danke. Bitteschön. Ja, dann wünsche ich Ihnen jetzt auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und genau, wir beschließen jetzt den Studienteil, gehen von hier aus, verlassen die Zoom-Konferenz und ja, nutzen jetzt die Pause, die Mittagspause. Um 13:30 geht es ja für die Delegierten und die Teilnehmenden der Bundeskonferenz wieder weiter mit den Berichten der Arbeitsgruppen. Und ja, insofern bedanke ich mich auch an alle, die unserem Studienteil über den Livestream mitgefolgt sind und daran teilgenommen haben. Und ja, auf Wiedersehen.